Willkommen zurück in den Königreichen von Echo. Ja, in dieser Folge starten wir erstmal, dass wir zurück zu unserer Produktionsstelle der Rampen fahren. Dass wir die Rampen mal erneuern. Und das begründet sich aus dem Problem, dass wir ständig über die Rampen fliegen. Wie ich vermute, allerdings ausschließlich über die Steinrampen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, letztes Mal sind wir auch über normale Blöcke geflogen. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem da ist. Aber na gut. So, jetzt wollen wir erstmal hier runterfahren. Und dann holen wir mal unsere Rampen aus unseren Rainride-Tables. Gut, gut, gut. Naja, wie gesagt, er ist recht geländegängig, hat nur leider keine Flügel. Deswegen passt mir jetzt nicht, dass wir hier ständig über die Mappe fliegen. So, dann haben wir. Ist hier schon was? Nein, glaube ich nicht. Warum ist da so, überhaupt so viel Kram drin? So, hier schauen wir was drin. Aua, das war meine Katze. Die bleibt ständig am Mikrofonkabel hängen. Ich hoffe, ist jetzt noch alles da. Ja, sieht gut aus. So, jetzt holen wir erstmal die Rampen heraus. Ich glaube, haben wir 50 nur gemacht? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich hoffe, es waren nur 50. Schauen wir nochmal hier. Ja, hier sieht es gut aus. So, reißt die Kleine mir auf einmal fast die Kopfhörer von den Ohren. Ich fasse es ja nicht. So. So. Na gut, mehr Rampen haben wir nicht gemacht. Komisch, dachte ich, hätte 60 gemacht, aber gut. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wieder zu spät eingelenkt. Also ich wünschte, man könnte hier ein bisschen mehr nach hinten raussehen. Das könnten wir zwar aus der dritten Person, können wir so einstellen, aber dann, ich weiß nicht. Ich traue dem Frieden noch nicht. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, was die Rampen jetzt betrifft, ob das wirklich jetzt alles wirklich so in Ordnung ist. Im Moment, müssen wir nicht zufällig noch irgendwas reparieren? Nein, müssen wir nicht. Das ist gut. So, jetzt wollen wir erstmal die Rampen dort hinten reparieren, wo es zu unserer Waldhütte hochgeht. Moment. So, er hat ihn ja endlich mal freigegeben. Ja, nur ist kein. Hat er keinen Sprit mehr? Och, glaubst du es denn? Dieser Mann. Da ist noch eine Kohle drin. Die reicht noch 12 Minuten. Aber hier ist gar nichts mehr drin. Warum? Naja, gut. Was soll's. Können wir später mal betanken. So, jetzt schauen wir mal. Ach, Hirsch. Also immer wieder was Neues. Verzieh dich, du Hirsch. Verpiss dich. Mistviecher. So, dann haben wir jetzt gleich die Rampen erreicht und da sind wir auch schon. Och Mann, dabei sieht das so schön aus. Ich will das hier nicht ändern, aber ich muss. Och Mann. Oder reicht es, wenn ich nur die unterste? Nein, das ist ja auch blöd. Das ist ja auch Blödsinn. Nur die untere zu rendern, ich glaube, das löst das ganze Problem nicht. Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen länger. Ja, das war der Vorteil an den Rampen, dass man die vorher halt am Stück abgebaut hat. Jetzt muss man sie nach und nach abbauen. Schade, aber na gut, so sind sie natürlich praktischer, ne? Das muss man ja auch ganz eindeutig zugeben. So sind sie wesentlich praktischer. Alter, guckt euch das Getier da an. Hoppelhasen, Wolf. Gut, hier kräuchelt gerade nichts rum, aber trotzdem. Das sieht seltsam aus. Ach, da ist schon ein Hirsch, der nächste. Also, den haben wir gerade angeschossen. Das sieht echt komisch aus, unser Monument. Während. Ach so. Ja, ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen. Mit I kommt man ins Inventar von Mist Survival. Und mit Tab kommt man so in das Menü. So, dann haben wir hier endlich mal die Asphaltrampen. Zack. Zack. Das Problem ist, man kann die jetzt auch wirklich ständig überall hinbauen, wo man will. Und
Das halte ich für etwas problematisch. Alter, die sind so hässlich, Mann, diese Rampen. Passen die überhaupt nicht ins Dorfbild rein. Na, da hinten brauchen wir ja glücklicherweise keine. Ja, naja. Wir schauen. Das kriegen wir schon hin. Da bin ich mir schon sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass die Entwickler von Strange Loop Games auch hinter dem Bug hinterher sind. Hoffe ich jedenfalls, dass sie davon schon Kenntnis haben. Ansonsten wäre es extrem ungeil. Aber glaubt mir, Leute. Glaubt mir, wenn ich euch sage, die haben auch viele Bugs. So. Ach ja. Wenn das Abbauen auch so schnell gehen würde wie das Setzen. Das wäre echt toll. Aber gut. So, ja, mittlerweile ist es einigermaßen stressig auf meinem Channel geworden. Ich habe mittlerweile einmal 3 Uploads, einmal 4 Uploads jeden Tag. Soll heißen 3 bis 4 Let's Plays am Tag. Und am Freitag, da startet wieder eine nächste Aufnahme TTT. Und da wird die erste Folge dann wieder von Samstag erscheinen. Ich hoffe, das kriege ich bis dahin auch hin. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das kriege ich hin. So, bis dahin gibt es erstmal Deceit, aber im Wechsel. Ne, einen Tag Deceit, den anderen Tag TTT. So, so. Dum, badum, 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 bum, bum. Naja, kommen wir noch ein. Eigentlich? Ja, dann noch einen und dann haben wir keine mehr. Oder? Ach Quatsch, haben wir noch. Wir haben noch genug. Ich habe gerade auf die falschen Rampen geguckt. Ich habe gerade auf die Steinrampen geguckt, habe mir gedacht, 18 jetzt schon? Aber habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Weil ich hier gerade am Hammern bin, am Hämmern. Nein, das ist mein Hammer, das ist nicht Thorstens. So. Nächste Rampe auch noch. Ja. Jetzt rennen wir erstmal wieder zurück. Ich weiß nicht, warum ich dauernd hüppe, aber ich bilde mir ein, dass ich mich dann schneller bewege. Wahrscheinlich ist das völliger Blödsinn, aber wer weiß. Wundern würde es mich nicht, wenn es tatsächlich so klappt. Nein. Verbaut. Och, Mist. Och, Käse. Ach, Kacke. Ach, ärgerlich. Wieder eine Rampe weniger. Und einen ganzen Asphaltblock weniger, der auch wieder so wahnsinnig dauert, ihn herzustellen. Ich weiß nicht, was mich mehr stört. Die Kosten oder die Bauzeit? Obwohl, es geht ja alles. Wir haben ja von allem im Überfluss. Hallo. Danke. Hau ab, Hase. Hoppel, hoppel. So, 2 können wir noch und 2 haben wir auch noch. Ja, und dann sind wir durch. Die Erdrampen lasse ich da im Wald. Ja, das ist natürlich nicht so schön hier mit den Asphaltrampen. Ja, allein schon die Streifen dazwischen finde ich nicht so toll. Aber na gut. Ich meine, hier passen die Streifen, ja. Hier sind zwar auch Streifen dazwischen, auch. Die wirken vielleicht sogar etwas mächtiger als bei den Asphaltrampen. Aber hier passen sie optisch wesentlich besser rein. Deswegen auch mein toller Spruch in Myst Survival. Da sollten sich einige Entwickler mal ein Beispiel übernehmen. Dass Straßen nicht hellgrau sind, nicht blau und nicht so hässlich. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich Strange Loop ein bisschen verprogrammiert. Nein. Verdesignt. Ich weiß es nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sie haben jedenfalls eine nicht so schöne Textur hierfür genommen. Ich weiß, die Rampen werden hier aus Concrete gemacht. Das ist ja auch gut und schön. Deswegen wahrscheinlich auch die Textur. Aber
Ja, es soll aber Asphalt sein und sie heißen ja sogar Asphaltrampen. Ich weiß nicht. Dunkelgrau, dunkelgrau, da ein Streifen, Mittelstreifen passt. Naja, gut. Jetzt wollen wir wieder runter. So, jetzt fahren wir wieder zurück zur Baustelle. Naja, Hälfte Aufnahmezeit haben wir damit verbracht. Die Hälfte der Folge, Entschuldigung, ist ja nicht die Hälfte der Aufnahmezeit. Es ist die Hälfte der Folge, die wir damit verbracht haben, dort die Rampen neu zu setzen. Irgendwie, das ging jetzt schnell. Aber gut, ich weiß, Asphalt ist um einiges schneller als Erde oder als Stein. Ist, glaube ich, im 0,4er-Bereich, aber es wirkt sich schon deutlich aus. Also man merkt es. Es ist wirklich spürbar. Ja. Ja, was machen wir denn? Was bauen wir denn hier dann? Wir bauen hier natürlich ein Wohngebiet. Ja. Wir bauen hier natürlich ein Wohngebiet. Oh, da war auch nicht mehr so viel drin. Das ist ja nicht so schön. Na gut, da müssen wir gleich noch ein bisschen Erde noch wieder zusammensammeln. Von da. Wir bauen hier ein Wohngebiet. Und ich habe mir schon. Ich weiß nicht warum, aber ich habe letzte Nacht habe ich irgendwie so einen Traum gehabt. Nein, vorletzte Nacht war es. Das kommt da alles weg, außer das Monument. Das ist zwar dann ein bisschen unpassend dazwischen, aber gut, das stand da nun mal zuerst. Das kommt da weg. Der Hügel, der bleibt. Und da kommt die Burg drauf. Und drumherum machen wir so den Pöbel, also das Wohngebiet. Ja. Wäre doch, was haltet ihr davon? Also, ich finde das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Zumal hier wirklich viel Platz ist, beziehungsweise, dass man sich hier auch viel Platz machen kann. Und ich wüsste ansonsten auch schon, wo ich die ganze Erde dafür herkriege, wenn wir noch mehr brauchen. Na gut. Glotzt denn so? Da. Okay, dann haben wir 1, 2 hier. Ja, es sieht ein bisschen eckig aus. Machen wir so. Sieht ein bisschen wieder natürlicher aus. Sieht etwas natürlicher aus, aber gut. Ja, jetzt bleibe ich wieder mit meinen großen Latschen hier wieder in der Erde stecken. Das ist ja nicht so toll. Wie sonst weg, ne? Da drüben dackelt es lang. Alles klar. Wir laufen wieder rückwärts. So. Junge, 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 Junge. Das ist ja wirklich noch eine ganze Menge. Das ist ja echt eine ganze Menge, die wir hier noch an der Erde brauchen. Ja, So. Das hier können wir eigentlich auch alles abtragen. Das ist ja nun gar kein Problem. Das können wir machen. Dann haben wir sogar noch mehr Wohngebiet. Ich möchte ein richtig kleines, schönes, schnuckeliges Dorf haben. Mit richtig vielen Häusern. Das wird bestimmt, das wird bestimmt, das wird bestimmt machbar. Wird das bestimmt, hoffe ich. Das sieht nicht so schön aus. So. Ja, komm. Holen wir erstmal den Kram hier runter. Ja, ich wollte zwar jetzt von da drüben Erde holen, aber gut. Dafür sind wir gerade ein bisschen weit weg vom LKW. Und ich habe keinen Bock, ständig für eine halbe Schaufel zum LKW zu rennen. Denn mehr haben wir da nicht mehr drin. Das kann so bleiben. Das füllen wir alles noch auf. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ne? Was sagt er? Das kriegen wir hin. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. So, einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz gleich husten. Es fängt gleich an. Ich merke es schon, es kommt gerade, es fliegt gerade an. Und jetzt. Bah. Bah. Das war ja eklig. Aber ich bin auch noch nicht ganz gesundet. Es geht mir zwar schon wieder ein bisschen besser, aber. Oh, Schaufel ist voll. Ja, na sowas hätte das gedacht, dass sie auch mal voll wird. So, dann haben wir. Ach, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich dauernd mit dem LKW fliege und das dann auch immer noch aufnehme. Aber es
ist nun mal leider so, es passiert meistens direkt während den Folgen, während der Aufnahme. Und da kann ich nun mal nichts dran ändern, ne? Und irgendwie muss ich mich ja auch dann rauspopeln, was mich ja dann auch wieder die Zeit kostet. Und dann seht ihr mal, was das hier teilweise wirklich für eine Arbeit ist hier in Echo. Ja, und wir haben ja nun mal keinen wirklichen ADAC. Das heißt, ich bin schon hier eigentlich der ADAC und ich hole ja alle Fahrzeuge immer überall raus. Naja. Wenn auch gelegentlich mal nur mit dem Flugmodus. Ja, es tut mir leid, dass ich den benutzt habe, aber anders ging es nicht, weil wir so weit auch noch nicht gekommen sind. Aber irgendwie musste ich den LKW da rauskriegen, zumal das unsere Erde war, die wir hierfür benötigen. Und ich weiß gerade nicht, warum ich stottere. Normalerweise stottere ich nicht. Und stotterte los. Naja, gut. Ich halte einfach meine Klappe erstmal. Nein, es wäre auch nicht gut. Es wäre, glaube ich, auch zu langweilig. So. Ach, hier ist der Fluss. Das ist ja nicht gut. Hier entspringt ein Fluss. Das ist nicht so gut. So. So, zack, zack. Mach hier nochmal ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt am besten hier, wie wir jetzt am schnellsten hier die Sache voll kriegen hier. Weil so viel haben wir jetzt nicht mehr, was wir hier auffüllen müssen. Aber ein bisschen ist es noch. Das ist wirklich noch eine Menge. Ja, na gut. Dann machen wir hier mal weiter. Ich glaube, ich mache tatsächlich den Rest so zwischen den Folgen. Oder was haltet ihr davon, dass wir vielleicht auch schon in der spätestens in der übernächsten Folge anfangen können, das Dorf zu bauen. Sonst sind wir noch mehr Folgen hier mit dem Erdeklatschen am Gange und ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile auch für euch ganz schön dröge wird. Wenn ihr mich ständig hier nur Erde schaufeln seht. Aber hey, wir haben heute auch ein bisschen was Abwechslungsreiches gemacht. Wir haben heute Rampen gesetzt. Ist doch auch schon mal was Schönes. Ist doch auch schon mal was Neues. Jetzt sind wir so weit weg. Ach Mann. Das bleibt so. Ja, doch, das bleibt so. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, dass hier nun so ein Fluss entspringt, das ist gerade nicht so toll. Ach Mann. Ja, natürlich. Tritt doch gleich über die Ufer. Es ist ja echt abartig. Ihr Flüsse, Mann. So, na gut, dann machen wir hier mal so zu. Und den auch. Und gucken. Hallo, ich möchte den abbauen. Hallo, warum kann ich den nicht mitnehmen? Achso, das ist Kohle. Das, weil es Kohle ist, deswegen können wir es nicht mit der Schaufel abbauen. Okay, habe ich nicht gesehen. Oh. Diese Einschlagkrater hier. Ja, Kann das Gras mal despawnen? Das wäre echt toll. Ja. Wenn wir nicht dauernd diese Grashalme in die Nase hängen würden, dann wäre es auch wesentlich angenehmer. Aber nun gut, ich bin ja schon froh, dass ich nur husten muss, statt zu niesen. Wenn ich anfange zu niesen und mich dann vielleicht mal nicht ausmute, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Denn meine Nieser, die kommen wesentlich schneller angeschossen. Das wäre nicht schön, dann müsste ich das beim Schneiden rausschneiden. Weil sonst fliegen euch die Ohren weg. So, haben wir hier noch, haben wir da noch, haben wir da noch, haben wir da. Zack, zack. So, jetzt haben wir gleich wieder eine volle Schaufel mit Erde. Das ist doch schon mal schön. So. Ja, wie nennen wir unser Dorf? Noctura hat einen Vorschlag gemacht. Und finde ich auch ganz nett. Und weil es auch am Wasser liegt, findet er den irgendwas mit Heaven, also mit Haven, eigentlich ganz praktisch und sinnvoll. Und mir fiel da auch glatt ein Name ein von einem Dorf mit dem mit Haven im Namen und ich glaube, den nehmen wir dann auch dafür, aber das Schild dafür, das stelle ich erst später auf. Also spätestens wenn das erste Haus steht, aber eigentlich macht man sowas erst, wenn das Dorf wirklich fertig ist. Ich bin gespannt. So, dann haben wir die Erde hier auch schon voll. Das ist schön. Ja, Tja, Rampen gesetzt, Erde geklatscht. Mehr haben wir nicht geschafft in dieser Folge. Aber
Naja, ist doch wieder einiges Stück Land wieder dazugekommen. Ist doch schön. Ich glaube, diese Erde nutzen wir auch dafür, hier alles das, dieses kleine Teilstück noch irgendwie voll zu kriegen. Und dann nehmen wir den Rest der Erde dann, um den Rest aufzufüllen, würde ich sagen. Ja, aber um die Folge nicht so wahnsinnig ausarten zu lassen, würde ich sagen, machen wir an dieser Folge erstmal eine Pause. Nämlich Folgenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Echo hier hoffentlich wieder. Und ich glaube, dann wird auch schon ein bisschen mehr Erde schon aufgefüllt sein. Meine letzten paar Erden werden wir natürlich zusammen dann setzen. Das wird aber dann nicht so viel werden. Ja, dass ihr auch dann auch sicher seid, dass ihr nicht viel verpasst habt. Weil sowas ist wirklich sehr repetitiv und repetitiv heißt das Wort. So, dann machen wir jetzt mal Feierabend und bis morgen. Tschüss.